So, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Cry of Fear, Folge 20, immer noch im Wald des Grauens unterwegs. In der letzten Folge haben wir ja den ersten Bereich dieses Waldes durchquert und mussten einem Kettensägenmörder fliehen, wieder einmal. Und nun hier in Folge 20 geht es in diesen gruseligen Gemäuern weiter und ich finde wirklich das Spiel... Das Spiel wird immer schlimmer, immer beängstigender. Und ich denke mal, dass wir gleich aufs Derbste erschreckt werden. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, wo ich gerade alles vorbereitet habe für die Aufnahme, so ein bisschen was eingestellt habe noch und so weiter, ist mir immer mehr so ein bisschen die Lust vergangen. Weil heute habe ich mal wieder so einen Tag, wo ich sehr, sehr empfindlich bin, was... Ah! Oh. Gott. Ah! Was Schrecken angeht, wie man gerade unschwer bemerkt hat. Oh, wo... Wo kamen die denn jetzt her? Alter, dieses Spiel ist so krank. Es ist so krank einfach. Was ist das denn jetzt? Alter, dieser Wald will kein Ende nehmen. Oh Mann. Der kann jederzeit aus der Dunkelheit irgendein Monster huschen und uns versuchen umzubringen. Treffe ich dich? Ich hoffe. Du hässlicher Bastard! Ich hasse diese Typen jetzt schon. Die machen Gott sei Dank nicht ganz so viel Schaden, aber trotzdem. Ganz ehrlich. Ah! Oh, ich hasse euch! Stirb! 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 Und wieder so ein gutes Gefühl. Das war noch nicht der letzte. Alter, dieses Spiel macht mich gerade übelst fertig. Ich, ganz ehrlich, das ist bis jetzt... Es gab ja schon sehr viele schlimme Szenen in diesem Spiel. Inventory full. Okay, haben wir irgendwie eine Art... Eine Art Schere. Können wir die als Waffe benutzen? Sieht nicht so aus. Scheiße. Drop mal die mal eben. Ja, die können wir als Waffe benutzen. Toll. Dann müssen wir wohl die Spritze nehmen. Ich kann gerade kaum reden, ich bin so angespannt einfach. Die Scherenhälfte mitzunehmen. So, jetzt hab ich's. Das ist so ein unangenehmer Bereich, ey. Da ist ja jedes Silent Hill relativ zärtlich dagegen. Drop me. If I had anything sharp, I could cut this rope. Okay, wir werden wohl die komplette Schere brauchen. Um das zu zerschneiden. Scheiße. Das ist kein gutes Zeichen. Das heißt sozusagen, wir müssen den Wald komplett durchsuchen. Das ist natürlich genau das, worauf ich jetzt am allermeisten Lust habe. Hier liegt jedenfalls keine Hälfte mehr.
Tut mir leid, Freunde, wenn ich heute ein bisschen immer dasselbe sage oder ein bisschen, weiß ich nicht, mich verhaspel oder was. Ich bin wirklich angespannter. Ah, ich hasse diese Missgeburten. Ohne Witz, die sind so derartig schnell. Ich denke mal, hier im Haus könnten wir die zweite Hälfte finden. Oh shit. Zum Glück bin ich jetzt ein bisschen drauf gefasst. Ey. Wie sie uns immer trifft. Wie die uns immer treffen. Das ist doch nicht normal. Die sind so scheiße schnell, diese Typen. Wir haben noch eine Spritze. Okay, die merken wir uns mal. Vielleicht können wir die dann noch schnell, bevor wir zurücklaufen. Uns reinpfeifen, um den Lebensbalken aufzufüllen. Hier muss doch einfach noch einer sein. Hier muss noch einer sein. Ich habe Respekt. Und jetzt haben wir schon ein paar von euch. Ab und zu mal kriege ich auch mal einen Kommentar unter den Videos. Da ist die zweite Hälfte, Freunde. Jetzt haben wir ein paar von euch geschrieben. Ganz ehrlich, Beini. Dieses Spiel traue ich mir kaum zu. Und das kann ich ganz ehrlich, das kann ich nachvollziehen. Wenn man ein bisschen zarter beseitet ist. Oh! Noch mehr Stöcke, na wunderbar, vielen Dank. Ich brauche unbedingt noch mehr Äste. Ganz wichtig. Wenn man ein bisschen zarter beseitet ist, was Horror angeht, ganz ehrlich kann ich ganz gut nachvollziehen, dass man dieses Spiel meidet. So, ich pfeife mir mal eben noch die Spritze rein. Einfach nur der Vollständigkeit halber, dass wir die wenigstens genutzt haben. Und ich könnte wetten, dass wir jetzt nicht dass wir jetzt nicht einfach so unbeschadet und ohne große Störung zurückgehen können. Oh, ich traue mich nicht schnell zu laufen. Ich traue mich überhaupt nicht schnell zu laufen gerade. Alter, ist das dunkel hier. Es ist so fucking dunkel einfach. Okay, ich gehe jetzt einfach schnell durch. Ich habe irgendwie Angst, dass uns... Oh, noch mehr Wald, ohne Witz. Jetzt mal. Kann der nicht mal vorbei sein? Ich habe jetzt... Mittlerweile habe ich genug Wald. Bin ich ganz ehrlich. Zum Glück... Watch out for the trees. Eine Warnung, Freunde. Eine Warnung, die wir lieber ernst nehmen. Watch out for the trees. Okay. Wenn wenigstens ein bisschen, weiter gucken könnte. Ich habe das Spiel einfach zu laut. Oh. Was zum Arschfick? Wieso? Oh, mein Herz, Alter, mein Herz. Soll ich einfach durchrennen, Freunde? Soll ich einfach mal versuchen durchzurennen? Ich probiere das jetzt. Ich renne jetzt einfach. Ah!
Ich hasse dich! Ich hasse dich! Hier komme ich nicht weiter, okay, hier komme ich nicht weiter. Alter, mein Herz pumpt gerade so derartig. Ich muss mich einfach beruhigen. Hier ist nichts, Beini. Hier ist nichts und niemand. Außer irgendwelche Leichen. Mehr ist hier nicht. Beruhig dich. Alles ist cool. Boah. Alter, dieser Wald, ne? Ohne Scheiß, Mann. Dieser Wald. Wir sind wieder am Anfang. Ich kann es nicht fassen. Okay. Beruhig dich. Beini, es ist ja nur gerade auch hier mitten in der Nacht. Und du läufst durch einen dunklen Wald mit irgendwelchen hängenden Leichen hier, ja. Die nochmal ihren letzten Willen durchdrücken und dich eiskalt von oben attackieren. Ist doch nichts dabei. Okay, das scheint aber irgendwie der einzige Weg zu sein. Nur kommen wir hier nicht vorbei. Und das ist äußerst uncool, dass wir hier nicht vorbeikommen. Ah, hier geht's weiter, okay. Oder? Ja, okay. Obwohl, nee, wartet mal. Bin ich denn jetzt? Ich habe völlig die Orientierung verloren gerade. Hä? Ist doch rein nichts. Hier ist rein gar nichts hier. Ist ein Kreis. Watch out for the trees. Okay. Hier ist dieser Steinblock. Ja, das ist so. Das ist richtig eklig gerade, einfach wenn man überhaupt keine Orientierung hat. Und hier völlig planlos. Durch den Wald rennt und irgendwie gibt es hier keinen Weg, der weiterführend ist. Oh! Doch, hier. Hier geht's rein. Oh. Bitte noch mehr Wald. Vielen Dank. Vielen Dank für noch mehr Wald. I really like it. Oh mein Gott, ich werde gleich voll erschrecken. Ich werde gleich voll erschrecken. Doch nie. Okay. Ich muss rennen. Runter. Wir werden verfolgt. Schnell weg. Oh, es ist beängstigend, Freunde. Es ist so krass. So krasser Horror einfach. Ah! Was zur Hölle? Ah. Okay. Okay, Freunde. Was für ein kranker Scheiß. Vielleicht schaffen wir es ja, ohne so viel Energie zu verlieren, nochmal dorthin zu kommen. Okay. Ach, ist das zum Kotzen. Ich renne jetzt hier einfach durch. So. Wir dürfen also nicht in die Falltüren fallen. So viel ist schon mal klar. So. Diese Schreie sind so derartig widerlich. Oh.
Ich habe so derartigen Verfolgungswahn gerade. Und ich hoffe wirklich, dass dieser Albtraum bald vorbei ist. Muss ich hier etwa... Okay. Nein! Nein! Okay. Oh Gott. Oh. Was zur Hölle, Freunde? Ganz ehrlich. Was zur Scheißhölle ist das? Ah! Ah! Alter. Fuck. Oh, ey. Dieses Spiel ist so geisteskrank gestörter. Also wer das entwickelt hat, ohne Witz mal, der ist irgendwo nicht mehr zu 100% gesund. Okay, Freunde, wir sind immer noch im Wald. Wir sind immer noch im Wald, aber es sieht irgendwie einladender aus als am Anfang des Waldes. Einfach, weil wir mal einen beleuchteten Weg haben. Ich habe überhaupt keine Orientierung mehr. Wie weit sind wir von der Stadt weg? Der Doktor! Okay, Freunde. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir uns so langsam so ein bisschen dem Spielfinale... naja, eventuell. Ich weiß es nicht. Eventuell sind wir auch fast erst bei der Hälfte des Spiels. Oder wir bewegen uns ja straight auf das Finale zu. Ich kann es euch ehrlich nicht sagen. Was? Möllenberg Mental Hospital. Oh nein. Keine Psychiatrie, Alter. Bitte keine Psychiatrie im Scheißwald. Ich könnte kotzen. Welche Klischee-Horror-Szenarien will Cryer 4 eigentlich noch auspacken? Okay, wir hatten den Wald, wir hatten eine gruselige Stadt, wir hatten U-Bahn-Stationen, wir hatten Keller, wir hatten Wohngebäude, wir hatten irgendwelche Abwasserkanäle, einen Wald, einen richtig gruseligen Kackwald mit Ruinen und jetzt auch wirklich noch eine psychische Anstalt. Okay, Freunde. Wir sind wenigstens irgendwo angekommen in dieser Folge. Ich würde die Folge Cryer 4 heute hier an dieser Stelle beenden wollen. Denn wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben den Wald hinter uns gebracht und müssen nun wirklich eine Psychiatrie besuchen. Eine Psychiatrie in Cryer 4. Eine Psychiatrie in Cryer 4 kann ja nur sehr, sehr Schlimmes bedeuten. Oh Gott, ich habe nicht gar keinen Bock drauf, aber wir müssen es durchziehen, Freunde. Wir haben das Spiel angefangen, jetzt müssen wir auch bis zum bitteren Ende durchhalten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der Folge. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie unterhaltsam das Ganze war. Ich war sehr schockiert an manchen Stellen und sehr konzentriert vor allen Dingen. Und ja, Freunde, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Es folgt wieder ein kurzer Werbespot für alle, die mich unterstützen wollen.
Vielen Dank fürs Einschalten und ja, Freunde, bis zum nächsten Mal. Immer fleißig weiterzocken, ihr wisst Bescheid. Ich werde jetzt bestimmt gleich noch eine Folge, obwohl nee, ich warte bis morgen, dann nehme ich die nächste Folge Cry of Fear auf. Ich habe heute die Nerven voll. Freunde, macht es gut. Wir sehen uns. Tschüss. Bis dann.